Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons, Trier of Towns. Ja, meine Lieben, heute ist ja dieses Fruchtfest in Lulukoko. Das bedeutet allerdings, dass tatsächlich auch noch Blumen-Events funktionieren, denn hier haben wir jetzt gerade das Blumen-Event von Hinata. Man soll nämlich zwischen 8 und 14 Uhr in den Laden Ramans gehen. Also das ist jetzt das dunkelblaue Blumen-Event. Und zwar an einem Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag oder Sonntag bei klarem Himmel oder Regen. Und man darf natürlich niemand anderes daten. Ah, Shiva, sei gegrüßt. Bist du hier, um deine Einkäufe zu erledigen? Wir haben viele neue und interessante Dinge im Laden. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Nein, nein, achte nicht auf mich. Gerade beobachte ich nur Hinata dabei, wie er mit einem unserer Kunden redet. Sie sind gleich da drüben, siehst du? Sag nur, junger Hinata, ist dieser Stoff Seide? Das stimmt, mein Herr. Wie Sie sehen können, sind das Gewebe und Design einzigartig. Dadurch ist der Stoff recht außergewöhnlich. Aber mit ihren männlichen Merkmalen und ihrem zurückhaltenden Auftreten würde er ihnen perfekt stehen. Ich würde vorschlagen, ihn zu tragen, wenn sie das nächste Mal Haikus vortragen. Oho, was für ein Zufall. Ich habe gerade genau das gleiche gedacht. Wo wurde dieser Stoff denn hergestellt? Dieser ältere Herr ist einer unserer besten Kunden. Er kommt immer zu einer bestimmten Zeit, um hochqualitative Stoffe zu kaufen. Hinata ist sein Liebling. Er fragt immer nach seiner Hilfe, wenn er kommt. Haha, ich verstehe schon. Ich nehme ihn. Eine hervorragende Entscheidung, mein Herr. Danke für Ihren Einkauf. Meine Güte, du bist ein ziemlich redegewandter junger Mann. Jedes Mal, wenn ich herkomme, ist das Einkaufen eine wunderbare Erfahrung. Vielen Dank, dass Sie heute vorbeigekommen sind, mein Herr. Ich finde auch immer Gefallen an unseren Gesprächen. Kommen Sie ruhig jederzeit zurück, um einen Blick auf unser Textilsortiment zu werfen. Ich komme wahrscheinlich wieder vorbei, wenn ich das nächste Mal in der Gegend bin. Vielleicht finde ich dann endlich die Zeit, mir eure Geschenktücher anzusehen. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wie Sie wünschen, mein Herr. Ich werde sicherstellen, dass wir eine Auswahl an Empfehlungen im Laden haben. Wunderbar, wunderbar. Sehr gerne. Nun dann, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gut gemacht, Hinata. Vielen Dank. Shiva, ich hatte dich fast übersehen. Willkommen. Ich finde, dass du sehr gut mit diesem Kunden umgegangen bist. Dieser spezielle Stoff ist hochqualitativ. Ich bin sehr froh, dass er ein Zuhause gefunden hat, in dem man ihn wertschätzt. Nun dann, du hast den ganzen Tag schwer gearbeitet. Geh doch nach hinten und gönn dir eine kurze Pause. Danke, das werde ich machen. Hey Shiva, wie wär's, wenn du mit mir nach hinten kommst und wir meine Pause miteinander verbringen? Ja! Super, auf geht's! Super! Pause mit Hinata! Ich kann endlich mal eine Verschnaufpause machen. Danke für das Kompliment. Der Kunde war sehr zufrieden und mein Chef war sehr zufrieden. Das war ein voller Erfolg. Ja, du warst toll, Hinata! Ich kann gut mit Kunden umgehen. Ich bin froh, dass du das denkst, aber das ist echt nichts Besonderes. Kunden zu assistieren heißt nur, ihnen dabei zu helfen, Dinge zu finden, die sie wollen und Spaß beim Einkaufen zu haben, nicht? Also kopiere ich nur, was Yuzuki und ich tun, wenn wir zusammen einkaufen. Das Einzige, was anders ist, ist, dass ich höflicher bin. Du bist auf jeden Fall echt toll in dem, was du tust, Hinata. Komm schon, du brauchst mir nicht noch mehr Komplimente machen, ich wäre schon ganz rot. Oder hat es wirklich so gut ausgesehen, als ich vorhin seriös war? Ich mache nur Spaß. Ja, du sahst ganz schön attraktiv aus, schau ihn nicht sagend an.
Ich nehme das erste natürlich. Ja, ich weiß, es sieht mir gar nicht ähnlich. Was hast du gesagt? Oh, warte, was hast du gesagt? Dachtest du wirklich, dass ich attraktiv aussehe? Danke. Jetzt wird er ganz rot. Entschuldige den Ausbruch, aber ein ernst gemeintes Kompliment von jemandem zu bekommen, mit dem ich gut befreundet bin, naja, es gibt mir ein wirklich gutes Gefühl. Danke, Shiva. Ups, ich sollte wieder nach vorn gehen. Ich will nicht, dass der Chef sauer wird. Außerdem bist du doch zum Einkaufen gekommen, oder? Entschuldige, dass ich dich so lange abgelenkt habe. Mach dir keinen Kopf ums Geschirr. Ich mach das schon. Geh du mal wieder nach vorne. Ganz schön attraktiv, hm? Meine Güte. Wie kannst du von mir erwarten, dass ich dich nicht noch mehr beachte, wenn du sowas sagst? Oh. Oh mein Gott, wie süß ist Hinata, bitteschön. Das war ja jetzt mega niedlich. Ich fand's niedlich. Voll süß. Hey, hier können wir noch das Ding machen. Willkommen beim Bildertheater. Die Suche nach dem Stern. Welche Episode? Ja, die nächste würde ich ganz gerne sehen. Noah geht in die Schule. Kommt alle näher, es fängt gleich an. Woohoo. Episode 4. Noah geht in die Schule. Auf der Suche nach dem Stern gingen Noah und das kleine Mädchen in die Schule. Dürfen wir überhaupt ohne zu fragen in das Schulgebäude? Zögerte Noah. Niemand hat den Stern gestoppt, also dürfen wir sicher auch, antwortete das Mädchen. Sie zog Noah entschlossen an der Hand und gemeinsam gingen sie durch das Eingangstor. Noah sorgte sich, dass ein Erwachsener auftauchen und mit ihnen schimpfen würde. Doch dann... Der Stern ist gar nicht hier. Stimmt, das ganze Gebäude ist verlassen. Die beiden spähten in ein paar verlassene Klassenzimmer, aber nichts. Es war schon spät und das ganze Gebäude Menschen und Sternen leer. Lass uns wieder nach draußen gehen, begann Noah, als plötzlich... Aha, rief das kleine Mädchen und zeigte mit dem Finger auf etwas. Hast du ihn gefunden? Ist der Stern hier? Fragte Noah ganz aufgeregt. Nein, aber schau, Gekritzel, sagte das Mädchen, die Hand noch immer ausgestreckt. Noah folgte ihrem Finger. Jemand hatte etwas an die Wand gekritzelt. Enttäuscht ließ Noah den Kopf hängen. Das war nicht, was er sich erhofft hatte. Ich glaube, da haben zwei Menschen, die sich lieben, ihre Initialen hinterlassen, sagte Noah. Ihre Initialen? Wieso das denn? Fragte das kleine Mädchen. Es soll ein Zeichen sein, dass die beiden für immer zusammengehören. Aber sie sollten das nicht auf eine Schulwand schreiben. Mama und Papa haben das früher einmal gemacht und ganz viel Ärger bekommen. Deine Mama und dein Papa sind aber schon lange verliebt, bemerkte das kleine Mädchen. Ja, antwortete Noah. Sie waren sogar schon als Kinder befreundet. Ein leises Oh war die Antwort des Mädchens. Gedankenverloren lächelte es das Gekritzelte an. Plötzlich wirbelte es herum und wendete sich wieder Noah zu. Wir sollten uns lieber beeilen und wieder nach dem Stern suchen. Draußen war die Sonne schon fast untergegangen. Du hast recht, rief Noah aus. Lass uns keine Zeit mit Gekritzel verlieren. Beeilen wir uns. Aber wo sollte Noah seine Suche nach dem Stern fortsetzen? Während er angestrengt nachdachte, folgte er ziellos dem Pfad vor der Schule. Plötzlich fand Noah sich auf einem vertrauten Weg wieder. Aus den Augenwinkeln sah er ein rotes Dach. Oh, ist das, was ich denke? Rief Noah aus. Kennst du das Haus? Fragte das Mädchen. Aber ja, sagte Noah. Meinst du, die Omi hat heute geöffnet? Noah kannte das Haus mit dem roten Dach sehr gut. Es war sein Lieblingssüßwarenladen. Fortsetzung folgt. Hattest du Spaß? Dann schenke ich dir was. Wuhu. Dankeschön. Puh, ich habe wie immer gute Arbeit geleistet. Ja, hast du. Ganz toll.
So, wir haben schon wieder Matcha gekriegt. Matcha, Matcha. So, ich muss jetzt noch Früchte verteilen. Mensch, Früchte muss ich noch verteilen. Dann fangen wir damit doch mal direkt an. Erstmal die wichtigen Leute. Heute ist Fruchtfest, also beschwer dich nicht, Ludus. Wieso arbeitest du überhaupt? Oh, Obst für das Fruchtfest, wie? Jedes Mal, wenn dieses Festival stattfindet, fällt mir auf, dass das Jahr so gut wie vorüber ist. Es ist dann nur noch eine Jahreszeit übrig. Mahalo, ich schätze, dass du an mich gedacht hast. Hier, ich habe auch was für dich. Ich gebe all meinen Freunden was, also nimm es. Kein Grund, schüchtern zu sein. Dankeschön. So, Ludus hat was bekommen. Ludus ist glücklich. So, dann gehen wir jetzt mal hier noch gucken. Die beiden bekommen natürlich auch noch Früchte. Hier, bitteschön. Oh, ist das Obst für mich? Ah, heute ist das Fruchtfest, nicht wahr? Lass mich das erwidern. Das Obst hier ist für dich, Shiva. Mahalo. Eine Sternenfrucht, glaube ich, war das. Ah! Ach, Menno. Tigre. Ah, Tigre. Ist das das Fruchtfest? Mahalo, das wäre doch nicht nötig gewesen. Hier, ein Dankeschön für dein großzügiges Geschenk. Ach, guck mal, die anderen beiden sind auch direkt hier. Ach nee, eine Aprikose, danke, sowas gefällt mir. Ihr gehört ja gar nicht dazu. Ihr habt euch hier eingeschlichen. So, dann schauen wir mal weiter. Wer kriegt denn noch alles Früchte? Wen haben wir denn noch alles? Haben wir hier oben noch jemanden? Hier liegt noch ein Daunenpuschel rum. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und hier Toto Tara oder wie sie heißt. Ich vergesse den Namen ständig. So, Moment. Du kriegst auch noch eine Aprikose. So, ich lese das jetzt aber auch nicht immer alles vor hier, ne? Hier, diese Frucht ist für dich. Okay. Ja, danke. Ja, sie schenkt mir eine Aprikose zurück. Ja, danke. Naja, warum auch nicht, ne? So, dann gucken wir mal, ob hier oben noch jemand rumsteht. Natürlich, die beiden stehen hier rum. So, bitteschön. Kriege ich auch was von dir? Oh, dankeschön. Vielen Dank. Riesige Früchte. Lotus. Bitteschön. Dankeschön. Hat er mir überhaupt was gegeben? Meine Tasche ist voll. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal die Minen behämmert bisher. Und schon sind meine Taschen voll. Aber okay, ich habe auch gerade sehr viel Dünger in der Tasche. Könnte ich eigentlich mal in die Kiste tun. Weil ich brauche ja nicht immer jeden Dünger. Im Moment brauche ich ja nur den süßen Dünger. So, hier die beiden kriegen natürlich auch noch Aprikosen. So, hallo. Was kriege ich? Oh, meine Taschen sind voll. Stimmt, deswegen kriege ich nichts. Ah! Okay, wartet. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen Platz schaufeln, wenn ich alles kombiniere. Alle kombinieren. So, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Kriege ich das jetzt noch mal? Ah, okay, dann muss ich noch mal zu Lotus. Der hat mir nämlich vorhin auch nichts gegeben. Dann kriegt er nämlich gleich, beziehungsweise dann kriege ich das gleich von ihm. So, dankeschön. Sehr schön. Dann muss ich gleich nochmal zu Lotus dackeln. Hey, Zahau, hier. Ja, wenn man so viel Obst geschenkt bekommt, dann braucht man natürlich auch Platz in der Tasche. Das hatte ich jetzt nicht. So, Schalk, hier, bitteschön. Ach, da freuen sie sich alle, dass ich denen hier Obst schenke. So, du kriegst auch noch Obst, Alma. Sie liebt Früchte. Und eine Frucht für mich. Dankeschön. So, und dann brauchen wir noch Kaolila. Die fehlt noch, ne? Ach, die steht hier unten. Hallo, Kaolila. So, und ich glaube, dann haben wir alle. Tatsächlich. Noch mehr Zeug aufheben.
Da haben wir noch nicht genug, ne? Meine Fischreuse ist kaputt. Platzieren wir eine neue. So. Perfekt. Ja, dir habe ich auch schon was gegeben. Okay. Dann muss ich jetzt noch eben zu Lotus, muss mir da die Frucht noch abholen. Und dann muss ich mal gucken. Dann haben wir schon wieder fast 16 Uhr. Oh Mann. Diese Tage gehen so schnell rum. Und ich habe noch nicht die Minen behämmert. Das muss ich also auch noch machen. Dafür habe ich aber gerade keinen Platz in der Tasche. Deswegen muss ich da auf jeden Fall vorher noch mal zu meiner Kiste. Ob ich will oder nicht. So. Okay. Ja gut, meine Lieben. So ist das. Ich muss noch gar keinen Cut machen. Ich dachte gerade, ich müsste einen Cut machen. Aber dann habe ich geguckt und gesehen, nein. Es ist noch gar nicht so weit. Oh, aber mir rennt hier echt die Zeit davon in dem Spiel. Ich muss noch alles einsammeln. Und ich will noch verkaufen. Also, ja, jetzt ist gut. Ich muss die Minen noch machen. Das schaffe ich gar nicht mehr. Dafür geht die Zeit jetzt viel zu schnell rum. Das schaffe ich überhaupt nicht mehr. Bis ich jetzt da bin, ist doch schon wieder 17 Uhr. Ach, warum holen die das auch immer um 17 Uhr? Warum nicht erst um 18 Uhr? Da hätte man wenigstens noch eine Stunde länger Zeit. Naja, egal. Dann müssen wir das halt wieder beim nächsten Mal verkaufen. Hauptsache, ich mache das jetzt noch ein bisschen. Oder habe ich das doch schon gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Na gut. Egal, dann müssen wir das halt wieder beim nächsten Mal verkaufen. Ist ja nicht so schlimm. Also am nächsten Tag. Und jetzt ist auch meine Tasche voll. Also endgültig voll. Jetzt werde ich sowieso mal zur Box rennen müssen. Und dann klatsche ich da einfach alles rein, was ich so gefunden habe. Auch die ganzen Früchte packe ich da rein. Obwohl, ihr hattet mir geschrieben, ich sollte diese Feste nutzen und mal gucken, was für Früchte ich da so bekomme. Eventuell könnte man davon ja Samen machen. Ah, da kommt sie schon. Die ist so schnell. Die ist so schnell, die Alte. Also man könnte davon ja Samen machen. Und die könnte ich ja dann anpflanzen. So, das hier ist mein Super-Duper-Spinatsamen. Wassermelone. Ja, da finde ich aber, ist die Qualität jetzt nicht so der Burner. Das kann also weg. Sure. Spinat behalten wir mal noch. Ich glaube, hier die grüne Paprika packen wir jetzt auch mal weg. Sternfrucht, die ist auch nicht so gut. Kaki. Kaki ist gut, da könnten wir dann Samen draus machen. So, hier gebackenen Süßkartoffeln wollte ich verkaufen. Die geschmorten. Den Kastanienreis nicht. Matcha kommt jetzt auch mal weg. Das hier kommt auch alles weg. Was haben wir noch? Kamille. Walnuss. Kastanien behalte ich. Die Blaubeeren tue ich jetzt weg. Oh, das war eine andere Aprikose, ne? Egal. Hier habe ich noch Pflaumen. Ja, da könnte ich ja die behalten. Die kommen weg. Vielleicht kann man daraus ja auch Samen machen. Beere. Werde ich auch mal gucken. So, das kommt auch weg. Und was haben wir hier jetzt noch? Sandrose. Das behalte ich alles. Auch die Daunenpuschel behalte ich weiterhin. Halt, nein, die behalte ich. So, das kommt noch weg. Und ich glaube, das war's dann erstmal. Sehr schön. So, meine Lieben. Bevor ich dann jetzt hier wieder bald keinen Platz mehr in der Tasche habe, packe ich jetzt erstmal hier was in meine Kiste. Also, die Karottensamen kommen in die Kiste. Die Spinatsamen kommen in die Kiste, weil ich nichts mehr anpflanzen werde. Die ganze Milch und die Wolle und die Eier kommt auch alles in die Kiste. Die Kaki gucke ich gleich mal, ob wir daraus was machen können. So, ich glaube, ich habe mit dem, genau, das hier kommt jetzt alles in die Kiste. Weil so viel Dünger muss ich ja nun wirklich nicht mit mir rumschleppen.
Also das muss ja wirklich nicht sein. So, Pinienast, Bambus, kommt auch alles in die Kiste, genauso wie hier diese ganzen Sachen. Geschafft. Fast. So, auch die Blumen tue ich in die Kiste, weil da kann ich ja vielleicht noch Stoffe draus machen. Also rote Blume, roter Stoff und so, ne? Kann man ja immer mal gebrauchen. So, okay, soweit so gut. Jawoll, versende etwas Erz, wir haben es geschafft. Stadtverbundenheit, wir haben nun Rang C. Ja, super, das wurde auch Zeit, dass das funktioniert. So, jetzt will ich mal hier gucken. Können wir mit der Kaki was machen? Spinat und Karotten, Süßkartoffeln, Paprika. Anscheinend nicht. Doch, hier, Kaki-Baum. Ach, das ist direkt ein Baum. Okay, was können wir noch machen? Bambussetzling. Ach, Bambus auch? Okay, dann mache ich jetzt erstmal hier den Kaki-Baum. Perfekt. Dann haben wir das nämlich schon mal. So, meine Textilfabrik, da will ich jetzt auch noch ein bisschen Stoff machen. So, und zwar ein bisschen roten Stoff. Hier haben wir jetzt wieder ein bisschen, ja, zwei rote Blumen haben wir gefunden. So, meine Lieben, dann werde ich jetzt allerdings mal einen Cut machen an dieser Stelle. Ich bin durch den falschen Eingang gelaufen, ne? Ja, ich werde mal einen Cut machen an dieser Stelle und dann werde ich nämlich noch die Minen abklopfen und den Tag dann halt beenden. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!